Soll man einem Scheich folgen? Ist das gut oder nicht? Hier wird gesagt, man solle denken, man wird ständig vom Scheich beobachtet. Man muss dem Scheich um Verzeihung bitten und dann sein Leben nach dem Leben des Scheichs ausrichten. Ja, um genau zu wissen, was im Islam richtig ist, müssen wir was machen? Wir müssen den Koran praktizieren. Und Allah sagt im Koran über Leute, die eine Meinungsverschiedenheit haben, فَإِنْتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr in einer Sache eine Meinungsverschiedenheit habt, dann führt es zurück zu Allah und seinem Gesandten, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das heißt, wenn hier beschrieben wird, man muss sich vorstellen, dass der Scheich einen beobachtet. Dann fragen wir jetzt, gibt es dafür eine Grundlage im Koran oder in der Sunna des Propheten Muhammad s.a.w.? Hat der Prophet beispielsweise gesagt, ja, du musst dir einen Scheich nehmen und dann musst du dir vorstellen, dass du den Scheich im Gebet siehst oder dass der Scheich dich beobachtet? Gibt es eine Grundlage dafür? Wenn es eine Grundlage dafür gibt, dann ist die Sache richtig. Wenn es keine Grundlage dafür gibt, dann ist die Sache ein Irrweg. Dann zweite Sache war, man muss dem Scheich um Verzeihung bitten. Wenn im Koran ein Ayat steht, dass man jemand anders um Verzeihung bitten muss, außer Allah, nämlich einen Scheich, dann ist es richtig. Aber wenn das nicht im Koran steht, dann ist es falsch. Und wenn in der Sunna steht, dass man Allah um Vergebung bitten muss, und es steht nicht dort drin, dass man einen Scheich um Vergebung bitten muss, dann ist die Sache falsch. Sollte aber der Prophet gesagt haben, ja, du musst dir einen Scheich nehmen und bittest den Scheich um Vergebung, was ist das dann? Dann ist es richtig. So einfach ist das. Und nach dem Leben des Scheichs ausrichten. Und was können wir hierzu sagen? Dann schauen wir, was der Koran sagt. Man soll denken, man wird vom Scheich beobachtet. Allah, der Prophet s.a.w. sagt, wird nach dem Ihsan gefragt. Er sagt, an ta'budallah ka'annaka tara, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Dass du Allah siehst, anbetest, als wenn du ihn siehst, denn selbst wenn du ihn nicht siehst, sieht er dich doch. Und du findest keinen Ton im Koran oder in der Sunna, wo steht, du musst dir vorstellen, dass dich ein Lebewesen sieht. Verstehst du? Das, was du eigentlich Allah widmen sollst, das Bewusstsein, dass er dich beobachtet, das widmest du jetzt einem Geschöpf. Und das ist Haram im Islam. Das ist Haram im Islam. Egal, wie schön der, was für einen langen Bart der Scheich hat, egal, was für ein Turband der Scheich hat, dies ist ein Irrweg. Dies ist ein Irrweg. Zweite Sache, man muss dem Scheich um Verzeihung bitten. Dann sagen wir, was steht im Koran, was steht in der Sunna? Im Koran steht, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Was heißt das? Und diejenigen, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَعَيْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, diejenigen, die eine Schändlichkeit begangen haben oder sich selber Unrecht getan haben und dann Allahs Gedenken. Und dann Allahs Gedenken und ihm um Verzeihung bitten. Und dann, وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Keiner ist die Antwort. Keiner. Und du bittest noch nicht mal den Propheten Muhammad s.a.w. um Vergebung. Wie kommst du darauf, einen Scheich um Vergebung zu bitten? Sind wir in der katholischen Kirche gelandet? Wir beichten jetzt. Ja, ich will nichts hier in den katholischen Glauben sagen. Wer den katholischen Glauben hat, hat den katholischen Glauben. Ja, das ist das. Darum geht es jetzt nicht. Mir geht es jetzt nur darum, dass Islam ein Glaube ist, der ganz deutlich sagt, dass es Allah gibt und die Ameise Mensch. Und wenn du um Vergebung bittest, dann bittest du Allah um Vergebung. Egal wo du bist, egal wie alt du bist, egal an welchem Ort der Erde du bist. Allah hört dich und sieht dich überall. Und wie kann dann irgendein Mensch von sich behaupten, du kommst zu mir und bittest mich um Vergebung oder ich bringe deine Vergebung zu Allah. Wo Allah im Koran sagt, وَإِذَا سَعَلَّكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Und wenn dich deine Diener nach mir fragen, dann bin ich nah. Das heißt, hier bist du nicht mehr im Islam drin. Hier bist du in der katholischen Kirche gelandet. Ohne das beleidigen zu wollen. Nur wir haben einen Unterschied. Wir haben Katholizismus und wir haben Islam.
Aber wenn du sagst, wir gehen zu irgendjemandem, um zu beichten, dann bist du nicht mehr im Islam. Dann hast du eine neue Religion erfunden. Das heißt, dann ist dieser Scheich kein Scheich, sondern ein Scheitan. Und das sage ich ganz deutlich. Und hier sind Leute, die die arabische Sprache verstehen, die genau dasselbe sagen. Weiter. Und dann das Leben nach dem Leben des Scheichs richten. Nach wem richten wir unser Leben? Wer ist unser Vorbild? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs habt ihr das beste Beispiel. Und wie kommen die Scharlatane immer? Die Scharlatane sagen zu dir, folge mir, wenn du mir folgst, ich habe alles verstanden. Aber was sagen die Wahrhaftigen? Was sagt Abu Hanifa? إِذَا صَحَّ حَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. Wenn ein Hadith sahih ist, das heißt, der Prophet hat das gesagt, dann ist das mein Madhab, sagt er. Er sagt, لَيْ حَرَامٌ عَلَى مَنْ يَلَمْ يَعْلَمْ بِدَلِيلِ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلَامِي. Es ist verboten für jemanden, mit meinem Wort Fatwa zu geben, wenn er meinen Beweis nicht kennt. Was ist Beweis? Koran und Sunna. Was sagt Imam Malik, rahimahullah? Der sagt, innama ana basharun, ich bin ein Mensch, uchti wa usib, ich liege richtig und liege falsch. Fanzuru fi rai, schaut, was ich gesagt habe. Fakullu ma yuafikul kitabu wa sunna, fakhuduhu. Und alles, was mit Koran und Sunna übereinstimmt, nimmt es. Und alles, was mit Koran und Sunna nicht übereinstimmt, lasst es. Was sagt Imam Shafi'i, rahimahullah? Wenn mein Wort dem Wort vom Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht, dann schmeißt mein Wort an die Wand. Subhanallah. Das sagen die Gelehrten des Islam. Ich bin kein Gelehrter des Islam. Aber ich sage euch eins. Folgt nicht Abu Hamza. Das, was ich heute gesagt habe, schaut, was spricht mit Koran und Sunna überein. Aber der Scharlatan, der wird euch immer sagen, du kannst das nicht verstehen, Koran und Sunna. Koran und Sunna ist zu verstehen. Koran und Sunna ist logisch nachzuvollziehen. Das heißt nicht, dass du dir jetzt alle Bücher nimmst und liest selber und machst dir dann deine eigene Fatwa. Aber das, was jemand sagt, muss er mit Koran und Sunna belegen können. Und wenn jemand sagt, folge mir, ich habe es richtig verstanden, alle anderen sind falsch, aber ich liege immer richtig, glaub es mir, dieser ist jemand von der Sorte, wo der Prophet sallallahu einen Strich macht. Ibn Mas'ud sagt, khattalanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.